Hallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enderal. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid, liebe Freunde. Ihr wundert euch jetzt sicher, warum hier Tag ist und vielleicht über viele andere Dinge noch. Das Problem war, dieser Junge hier, an dem bin ich vorbeigekommen und der hatte eine Quest für uns, die mit einer Schatulle zu tun hatte. Diesen Teil konnte ich leider euch nicht mehr zeigen, weil ich keinen Speicherstand mehr vorher zur Verfügung hatte. Es war aber eh nur eine Nebenquest und die ist noch nicht ganz abgeschlossen. Wir müssen da noch ein bisschen weiter recherchieren, mit Pater und so weiter reden. Also von daher, alles easy, da habt ihr nicht so viel verpasst. Aus irgendwelchen Gründen ging nämlich mein Mikrofon nicht oder hat halt nicht sich eingeschalten. Jetzt funktioniert das Ganze wieder. Wir sind immer noch dabei, hier den Gegenstand zu suchen, den unser guter Freund da ins Wasser geworfen hat. Sollen wir auch irgendwie einen Schrein oder so? Oder einfach nur was, wo. Ha, Mana-Pilze, sind immer sehr gut. Wir müssen ein bisschen auch die Augen offen halten. Wir brauchen Gegenstände, die unser Leben verlängern. Weil, ihr dürft nicht vergessen, wir haben keine automatische Lebensregeneration in diesem Spiel. Was es mit diesen Türmen auf sich hat, das werde ich auch noch rausfinden. Aber jetzt erstmal. Genau, um diese Schatulle hier hat sich's gedreht. Genau, und da war eben diese alte Notiz drin, die war da lustigerweise irgendwie zweimal drin. Ja, und so, da stand dann eben was drin. Ich kann sie euch ja nochmal kurz zeigen. Da stand halt eben drinnen, erhaben, stolz und voller Kraft, soweit er für den Tag und Nacht. Er spendet Segen in der Not auf unserem Pfad bis in den Tod. Und der Junge meint halt eben, na gut, das ist ein Rätsel oder sowas. Wegen, oh, ein Grab. Wir klauen gleich mal die Blumen. Ja, und so ist diese Quest eben zustande gekommen und die müssen wir jetzt weiter nachgehen. Und das war, wie gesagt, ich habe dann noch ein bisschen Kreaturen gekillt hier. Und dann war der Part eigentlich auch schon wieder vorbei. Also viel habe ich nicht gemacht. Und jetzt erkunden wir gemeinsam diese Küste hier. Was seid ihr? Straßendieb. Autsch. Epic Duel of the Bowman. Aua. So, die habe ich ja mal schön überrascht. Banditencamp. So, was hast du denn, mein Freund? Alte Vagabundenstiefel, Eisenpfeile nehme ich natürlich mit. Dietrich nehme ich auch mit. Das habe ich schon, glaube ich. Schauen wir mal. Groschen. Ja, deine Vagabundenkluft kannst du behalten und einen langen Bogen habe ich selbst. Ich wollte eigentlich eher den Schild. Ein armseliger Seelenstein. Oh, Lederschuhe. So, was habt ihr denn hier? Ein Krustenbrot, sehr schön. Ein Eintopf, Teller, Kelch, brauche ich alles nicht. Oh, stiller Schritt des Rattenfängers. Zauberbuch. Leerstreifen. Ein Silberkerzenständer. Nice. Weizen. Ein Werkzeugkasten. Wofür man den auch immer brauchen kann, das wissen wir jetzt hier noch nicht. Okay, ansonsten ist hier jetzt nichts Großes. Dann werde ich mal irgendwas futtern, was unsere Lebensenergie wieder herstellt. Sättigt für 180 Sekunden, sorgt für langfristige Lebensregeneration. Gut, das brauchen wir jetzt gerade nicht. Das Krustenbrot ist auch eher was Langfristiges. Ein grüner Apfel, glaube ich, tut es erstmal. Wobei 4 Sekunden
Ja, schon ein bisschen wenig. Vielleicht futtern wir noch einen Kürbis hinterher. Ja, das sollte vorerst mal reichen. Muss man echt immer aufpassen beim Schleichen, weil dieses hohe Gras halt einfach, man sieht Gegner überhaupt nicht. Na gut, hier hätte es auch einen offiziellen Weg gegeben, aber hey. Das kann doch jeder. So, ich versuche wieder die Augen offen zu halten. Bitte verzeiht mir mal, wenn ich Sachen übersehe und ihr seht die aber. Ihr wisst selber, wie das ist, wenn man im Spiel ist, dann kann man nicht alles gleichzeitig beachten. Das ist leider so. Und man, immer wenn ich mir die Videos im Nachhinein anschaue, um halt eben Titel zu finden. Oh, ein alter Stollen, okay. Um die Titel zu finden, dann beiße ich mir oft selbst in den Hintern, wenn ich dann sehe, so, ach Mensch, jetzt hast wieder was übersehen. Okay, da springe ich schon mal nicht runter. Okay, bis jetzt sieht es ja hier ganz ruhig aus. Oh, Eisenerz, cool. Ich denke aber mal, dass das nicht so bleiben wird. Wir werden diesen Stollen jetzt mal im Schleichmodus und mit Bogen erkunden. Und wir dürfen das Speichern nicht vergessen. Ich muss mir das wieder angewöhnen, öfter zu speichern. Da steht schon ein Skelett. Findest nicht, den du suchst. Ah. Puh. Ja, ein Eisenschwert weiß ich. Und er wurde durch den Lärm angelockt. Hängt aber Gott sei Dank fest. Hat auch ein Eisenschwert bei sich. Das nehme ich jetzt nicht mit. Ein ranziger Genesungstrank. Eine Fackel. Immer gut. Den Genesungstrank, da verzichten wir jetzt erstmal darauf, weil der ja unser Arkanistenfieber erhöht. Und ich möchte das eigentlich ehrlicherweise. Da unten gibt's Zeug. Na, jetzt erkunde ich erstmal. Ich möchte das ehrlicherweise so niedrig wie möglich halten. Ein Höhlentroll. Musikuntermalung ist einfach nur so nice in diesem Spiel. Okay, der peilt's mal gar nicht. Bafts. Bye bye, Trolley. Ich hoffe, das war unser einziger. Ja, Trollfett. Müssen wir mal irgendwie eine Mischpulte oder sowas finden. Ah, Kohle und ein Eisenbarren. Und ein Crafting-Tisch allgemein. Oh, da hat sich was bewegt. Noch ein Troll. Ha, noch können wir ihn überraschen. Naja, füll dich erstmal wieder auf, wenn du weiter beschossen wirst. Finde ich gut. Oh, jetzt hat er uns gesehen. Bringt ihm aber nichts mehr. Und tschüss. Ausgetrollt, mein Freund. Ah. Okay. Oh, was haben wir denn hier? Schritte des rätselhaften Nomaden. Eisenteile, Eisenerz, Federn, okay. Folterhandschuhe. Schockschutztrank. Ziegenfleisch, nice. Frage ist, wie groß ist dieser Stollen überhaupt?
Jetzt wird es auf jeden Fall dunkel. Ich glaube, dass es gar nicht so riesig ist, das Ding, aber halt so riesig wirkt, weil es so offen ist. Schauen wir doch mal. So, das war hier die Schlammmorchel. Können wir schon richtig viel davon sammeln. Oh, da ist noch ein Troll. Da oben hat sich doch auch gerade was bewegt, oder? Nee. Oh, wo ist der Troll jetzt? Ich sehe ihn nicht mehr. Wir gehen, glaube ich, mal jetzt eher diesen Weg hier. Einmal hier rüber. Da ist er. Schön in den Arsch. In dem Fall in den Rücken. Jetzt haben wir ihm in den Arsch geschossen. Das war lustig. Dieses, wie die so auf die Seite sliden, das ist so gecheatet. Headshot. Sowas von exekutiert den Jungen. Mehr Pilze. Gibt mir mehr. Ja. Und tschüss, Troll. Ja. Ziegenhaut. Oh. Eisenkrieg, Kriegsaxt der Auslaugung. Das sieht aber nach einer Zweihandwaffe aus. Nein! Ich habe zu wenig Dietriche in diesem Spiel. In Skyrim gab es in jedem Kackeck einen Granatstein. Oh. Sehr schön. Dringend an den nächstbesten Händler verkaufen. War es das jetzt hier mit dem Stollen? Sieht fast so aus. Okay, da hat sich ein Abstecher doch echt gelohnt für uns. Ist da hinten noch irgendwie weiter? Ah, hier sind noch Fässer. Na, das sind keine, die man untersuchen kann. Okay, nee, cool, alles klar. Okay, oben vielleicht noch irgendwas Spannendes. Nein? Eventuell nicht so. Okay. So, zurück zur Sonnenküste. Wie ich sehe, haben wir das gute Wetter gleich mitgebracht. So, hier ist auch direkt schon wieder so ein Banditenlager oder was das sein soll ums Eck. Wir gehen mal in den Schleichmodus über. Ich möchte mich noch einmal mit so einem Kürbis verköstigen. Ich wurde entdeckt. Ah! Von einem Küstenpirscher. Okay. Das ist die Frage, ob das der einzige Küstenpirscher war. So wie ich diese Küstenpirscher kenne, war es sicherlich nicht der einzige. Ich sollte vielleicht auch Lager immer näher.
Ihr seid eine Stufe aufgestiegen. Erfolg. So, sehr schön. Ein Dietrich, ein Eisenharnisch hat er bei sich. Ein Eisenhelm. Oh, nice. Lederschuhe. Ups, jetzt haben wir ihn nackig gemacht. Wo war denn der andere? Hä? Oh. Gibt's das jetzt? Hallo. Cool. Fäuste des Vielgereisten. Okay, ein Eintopf. Nice. Bam. Das ist sehr gut. Einmal. Hä, wo habe ich denn diesen Typ jetzt gekillt? Das gibt's doch gar nicht. War doch hier irgendwo, oder? Oh. Ein Trankmischer-Rucksack. Coole Sache. Jetzt wohl nicht. Wo habe ich diesen Typen jetzt gerade erschlagen? Warum finde ich den jetzt nicht mehr? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Bin hier hochgekommen. Muss doch hier im Gras liegen. Ihn hier, aber. Hä? Leute, ich bin blöd, oder? Ist wahrscheinlich schon 50 Mal über ihn drüber gelaufen. Eine erhöhte Position suchen. Die Leiche ist weg. Ich spinn doch nicht. Scheinbar doch. Ich spinne. Ist einfach mal so eine Leiche weg. Ah, Moment. Aha, da liegt der. So, das habe ich, das habe ich. Gut, er hatte sowieso als brauchbare Sachen tatsächlich nur das Salz dabei. Klasse. So, Eisenkriegsachs der Auslaugung. Das ist eine Zweihandwaffe, oder? Ja. Stabfall. Oh, Stab von Sucherat. Die Spitzacke. Okay, was haben wir an Gier? Vagabundenhandschuhe. Ein Scheißdreck ist das. Hä, was tragen wir denn momentan für? Wir tragen gar keine Handschuhe, könnte es sein? So. Eisenhelm. Der sieht ja sehr nice aus. So, die Folterhandschuhe. Griff des Rattenfängers ist sogar tatsächlich stärker. Oh. Mana regeneriert 4 Punkte schneller. Nimbus des rätselhaften Nomaden. Cool. Schritte des rätselhaften Nomaden. Stiller Schritt des Rattenfängers. Was sage ich gerade? Schleichen ist 4% effektiver, erhöht Ausdauer um 4 Punkte. Hm, das ist auch ziemlich nice. Basteln wir uns da auch irgendwann mal was richtig Schönes zusammen, wenn ich das Spiel ein bisschen besser durchschaue. Aber momentan tue ich mich da noch so ein bisschen schwer. So. Ach, ich habe mich ja einmal instant geheilt. Ich hätte jetzt den Kohl gar nicht fressen müssen. Ja, liebe Freunde, dann erkunden wir weiter die Küste und hoffen, dass wir bald auf das treffen, was wir hier suchen. Nämlich auf... Oh, auf Küstenpirscher. Auf diese Schatulle, die ins Meer geworfen wurde. Okay.
Küstenpirscher mache ich noch fertig. Und ein Wolfsfell. Ja, und dann schauen wir uns mal diese The Cabin in the Woods da vorne an. Beim nächsten Mal wieder. Und ich freue mich.